Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World mit Arisu. Ich bin Arisu und wir haben einen Anmeldebonus. Dann schauen wir doch mal, was wir bekommen. Wir haben einen Superglückgutschein und offenbar habe ich versehentlich meine anderen beiden benutzt. Denke ich. Auf jeden Fall waren da eben Haken dran. So, wir sollen zu einer Expedition aufbrechen und vorher mit der Küpperin reden. Dann tun wir das doch einfach mal. Was haben wir hier? Hier haben wir die ökologische Forschung. Der Chefökologe ist dort. Wir gehen mal zu hier. Dem roten Punkt auf der Minimap. Ich habe eben an den Einstellungen ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, dass jetzt die dass jetzt die Kamera im Kampf ein bisschen besser ist. Vielleicht ist es auch schlimmer geworden, vielleicht hat sich auch gar nichts geändert. Werden wir gleich feststellen, bestimmt. Oh, du bist so nett zu mir. Also, Fünfter, stimmt es? Du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen? Das sind ja tolle Nachrichten. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert. Nicht nur der Drachenälteste, mit dem du hergekommen bist. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis in Stand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Die Ressourcenzentrale hier ist dafür verantwortlich, die Arbeit aufzuteilen und sicherzustellen, dass sie erledigt wird. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition in den uralten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass er sicher ist. Wenn Monster beschlossen haben, es sich an deinem Ort gemütlich zu machen, musst du sie davon jagen. Enttäusch mich nicht. Verstanden? Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Gut. Wir haben einen Gutschein bekommen. Ein neuer kritischer Beutezug ist verfügbar. Lager im uralten Wald aufbauen. Aufgabe sichert den Lagerplatz, Belohnung. Achso, nee, wir bekommen den Gutschein. Forschungspunkte und einen Gutschein. Tutorial, die Ressourcenzentrale. In der Ressourcenzentrale werden Forscheranfragen sowie die für deren Untersuchung benötigten Ressourcen verwaltet. Beutezüge erfordern eine vorherige Registrierung, während du Lieferungsanfragen abschließen kannst, indem du einfach die Objekte abgibst. Wenn du Untersuchungen während Quests und Expeditionen freischaltest, tritt mit der Ressourcenzentrale in Kontakt, um diese als spezielle Quest verfügbar zu machen. Im Startmenü kannst du unter Ressourcenzentrale jederzeit Informationen zur Ressourcenzentrale abrufen. Okay. Gut, wir wollen den Beutezug registrieren. Ne, Moment, das zählt nicht als Beutezug. Beutezüge sind Aufgaben, die du im Laufe deiner Quest und Expedition absolvierst. Sieh dir zuerst die kritischen Beutezüge an, dann wähle einen registrierten Beutezug aus. Du kannst mehrere Beutezüge gleichzeitig annehmen. Für die meisten Beutezüge erhältst du Rüstkugeln und Forschungspunkte. Wenn du einen Beutezug abgeschlossen hast, sieh in der Ressourcenzentrale vorbei, um dir deine Belohnung abzuholen. Kritische Beutezüge. Diese Beutezüge schalten neue Einrichtungen frei oder verbessern die bestehenden Einrichtungen. Sie werden automatisch angenommen und können alle parallel zu deinen registrierten Beutezügen sowie zueinander abgeschlossen werden. Registrierte Beutezüge. Davon kannst du bis zu 6 aus der Liste annehmen. Die Liste wird aktualisiert, wenn du von einer Quest oder Expedition zurückkehrst, weshalb du sie regelmäßig aufrufen solltest. Befristete Beutezüge. Diese Quests werden regelmäßig Online-Nutzern aus der ganzen Welt angeboten und sind lediglich für einen befristeten Zeitraum verfügbar. Bei Erscheinen des nächsten befristeten Beutezugs wird der vorherige überschrieben. Wenn du sie alle absolvieren willst, solltest du das Ablaufdatum im Auge behalten. Gut, das gucken wir uns irgendwann später an. Interessiert uns jetzt nicht. Finde das Lager im uralten Wald. Starten wir diese Expedition. Wir treffen uns am Tor. Okay. Ach, das Tor ist hier ganz in deinem... Ach, hier. Von den Expeditionen wurde mir schon erzählt, da kann man sich offenbar recht frei bewegen, wenn man möchte. Wenn man zum Beispiel Zeug fahren möchte. Jetzt sind wir in Astera. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Durchaus. Uralter Wald, Monster, etwas Unbekanntes, dann sind da Anjanas und der Großjagras. Das Unbekannte könnte dann der Puke Puke sein, den wir ja schon gesehen haben. So, wir wählen dieses hier, südwestliches Lager. Zu einer Expedition aufbrechen, ja bitte. Hui. Jagdtipps versuchen wir gar nicht erst vorzulesen, wir werden eh wieder unterbrochen. Sobald der Ladebalken da unten voll ist. Gut, in der Zeit hätten wir es schon geschafft. Schultermunition kann nur im Feld gesammelt werden. Es gibt zwei... okay. Dann nicht.
Tutorial Expedition. Du kannst zu einer Expedition aufbrechen, indem du ein Ziel auf der Weltkarte auswählst, ohne vorher eine Quest zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Quests ist das Ende von Expeditionen offen, wodurch sie sich gut eignen, um die Welt zu erkunden und zu farmen. Expeditionen verfügen über folgende besondere Eigenschaften. Sie haben kein Zeitlimit, sie scheitern nicht, egal wie oft du ohnmächtig wirst. Sie besitzen weder Abschlussbedingungen, noch gibt es für sie Belohnungen, aber du behältst die auf ihnen gesammelten Materialien und Punkte. Monster verlassen das Feld nach einer gewissen Zeit. Okay. Das heißt, hier ist es dann irgendwann leer. Von Expedition zurückkehren. Du entscheidest, wann du von einer Expedition zurückkehrst. Bist du mit dem Erkunden fertig, kehrst du zurück, indem du einen der folgenden Schritte ausführst. Sprich mit deiner Weltexpertin im Lager. Wähle im Menü von Expedition zurückkehren aus. Wähle auf der Weltkarte Astera aus. Kehrst du nach Abschluss einer Quest ins Lager zurück, wechselst du automatisch zu einer Expedition. Nimmst du von deiner Weltexpertin eine neue Quest an, wird diese schneller vorbereitet, vorausgesetzt, die neue Quest findet am selben Ort statt. So, gut, gut, gut. Lass uns nach dem Lager suchen. Moment, erstmal, haben wir jetzt hier Dinge drin? Nee. Falls ich das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Ja, mir wurde nämlich auch schon berichtet, dass die Vorratstruhe bei Expedition dann leer ist. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Das ist so ein merkwürdiger Satz. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Die Kantine. Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit und Ausdauer gesteigert werden, sowie besondere Nahrungsfähigkeiten erhalten werden. Wähle dazu aus dem Menü die Mahlzeit aus, die du essen möchtest. Ihre Effekte werden in der Bildschirmmitte angezeigt. Schau dir die Effekte jeder Mahlzeit gut ein, um zu sehen, welche dir am meisten Vorteile auf deiner nächsten Jagd verschafft. Nahrungsfähigkeiten werden mit einer bestimmten Chance aktiviert. Verwende frische Zutaten, um die Chance zu steigern. Hinweis, Mal-Effekte werden nicht gespeichert. Die Effekte von Mahlzeiten enden, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt. Du schließt eine Quest ab, du kehrst von einer Quest oder Expedition zurück. Du wirst während einer Quest oder Expedition ohnmächtig. Im Lager kannst du kurze Zeit nach dem Essen einer Mahlzeit, etwa 10 Minuten, erneut essen, nach einer Ohnmacht quasi ein Muss. Die Effekte deiner Mahlzeit werden übernommen, wenn du während einer Expedition eine Quest startest oder von einem Ort zum anderen wechselst. Gut. Ich kann mir hier Dinge kaufen, mit einem Gutschein eine Mahlzeit holen oder mit Punkten. Okay. Oh Gott, wir können eigene Rezepte machen. Wir haben die verschiedenen Gerichte. Und Moment mal, Ofenbraten. Bitte die Wildexpertin, dir etwas im Ofen zuzubereiten. Ofenbraten. Das Ofenbraten bereitet Essen zu, während du eine Quest absolvierst. Wenn du zum Essen rohes Fleisch im Ofen brätst, ist es fertig, wenn du die Quest abgeschlossen hast. Vergiss nicht, dein fertiges Essen auf dem Weg zur nächsten Quest abzuholen. Das Ofenbraten kostet Forschungspunkte. Na toll, ich habe keine Forschungspunkte. Also ich nehme an, ich verdiene die irgendwie dann. Ich kann Jagras Lederhaut kochen. Blaupilz und rohes Fleisch meinetwegen, aber Jagras Lederhaut, das ist merkwürdig. Verfügbare Zutaten haben wir. 4 Arten Fleisch, 2 Arten Fisch und 2 Arten Gemüse. Moment mal. Zahlungsmethoden 100 Zenny und 50 Punkte. Aber hier oben... Achso, das kostet alles das gleiche dann? Okay, testen wir das einfach mal. Möchtest du das Objekt und 60 Punkte in eine Bestellung investieren? Wieso 60 Punkte? Nein. Hier steht was von 50 Punkten. Und 100 Zenny. Ah, hier steht 60 Punkte. Oh, okay. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Gut, bevor wir jetzt wissen, wie wichtig die Forschungspunkte sind, lassen wir das erst einmal noch. Aber es ist ganz gut, dass wir auf einer Expedition jetzt sind. Jetzt können wir nämlich gleich ein bisschen rumtesten mit dem Kampf. So, erstmal Wildexpertin. Hallo. Wie ich immer sage, Forschung ist fein, doch erst hauen wir rein. Hast du einen Grillspieß dabei? Grill einfach rohes Fleisch, bis es goldbraun ist. Dann wird deine Ausdauer erhöht. Drücke die rechte Maustaste, um das Fleisch vom Feuer zu nehmen. Behalte es gut im Auge, lass es nicht anbrennen. Wenn du Abtonos erlegst, solltest du rohes Fleisch erhalten. Okay. Ich darf jetzt keine neue Quest bekannt machen, steht hier. Aber ich darf jetzt
Also darf ich jetzt selbst was kochen? War das jetzt die Quest? Mir wird jetzt nur gesagt, ich soll zum nächsten, zum neuen Lager gehen. Oh, Moment, was ist hier? Südwestliches Lager. Aktivitäten im Lager. So viele Tutorials. Im Lager gibt es 5 Einrichtungen. Nutze sie, um dich auf die Jagd vorzubereiten. Das Zelt, die Vorratstruhe, der Questschalter, also unsere Verbündete, Vorratstruhe kennen wir, dein Palico, den habe ich hier noch nicht rumlaufen sehen, die Kantine, die kennen wir jetzt. Außerdem kannst du per Schnellreise ins Lager zurückkehren. Das Zelt, im Zelt kannst du deine Ausrüstung sowie die deines Palikos anpassen, sehr gut. Vorratstruhe, in der Vorratstruhe findest du nützliche Objekte, die von der Ressourcenzentrale kostenlos an Jäger ausgegeben werden. Nimm sie also ruhig mit, aber denk dran, sie zu teilen, wenn du mit Freunden zusammenspielst. Der Questschalter, sprich während einer Expedition mit der Wildexpertin, um neue Quests anzunehmen, das ist vor allem dann praktisch, wenn du länger mit derselben Gruppe am selben Ort jagen willst. Der Palico befindet sich im Lager, sprich mit ihm, um zu entscheiden, ob er dich auf der Jagd begleiten oder im Lager auf dich warten soll. Warum sollte er warten? Sie, Entschuldigung. Die Kantine, in der Kantine des Lagers gibt es die gleichen Mahlzeiten wie in der Kantine in Astera. Schnellreise, wenn du ins Lager zurückkehren willst, drücke M, um die Gebietskarte zu öffnen und wähle dann Lager aus, um einen Flugdrachen zu dir zu rufen, der dich zurückbringt. Solange du in einen Kampf verwickelt bist, kann der Flugdrache dich nicht erreichen, da ist die Schnellreise erst nach Kampfende verfügbar. Hier kannst du deine Waffen und Ausrüstung wechseln. Stelle sicher, dass du immer für alles gewappnet bist. Okay, wir gehen raus. Irgendwann sollte ich Arisiana auch mal ihr ganzes Equipment kaufen. Aber jetzt gehen wir erst einmal los und suchen. Moment, erstmal haben wir Wähle auf der Karte... Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Will ich gar nicht, aber hier haben wir so viel jetzt. Ach, die ganzen Dinge, die wir schon gefunden haben. Hoppala. Kann ich irgendwie auf der Karte navigieren noch? Achso, einfach, ja, okay. Schlitzbeere haben wir hier. Blaupilze. Also wir haben hier die verschiedenen Gebiete. Fischforscher und Lynianerforscher. Okay. Und... Achso, nee, das war der Fischforscher, den hatten wir schon. Gut, dann suchen wir mal los. Ich habe ein schönes Objekt gefunden, Jauster, sagt Arisiana. Okay, das ist ja schön. Schöne Objekte sind schön. Oh, Moment, Fußspuren? Wo? Das sind alte Fußspuren, aber ich will sie trotzdem sehen. Hier. Okay. Wir haben ein paar Punkte bekommen. Oh, da hinten ist was Großes. Was ist das? Das ist... Okay. Das ist groß genug, um ein Großjagras kaputt zu hauen. Halten wir uns davon kurz mal fern. So, wir testen jetzt mal kurz, ob sich was an den Kamera- und Kampfeinstellungen hier geändert hat. Ist der schon besiegt? Tatsächlich, das ging flott. Und die greifen gar nicht an. Kann ich die Vögel hier eigentlich jagen? So, ein bisschen rohes Fleisch haben wir bekommen. Ne, die rennen weg. Und ne, an der Kamera hat sich hier eben nichts geändert. Hoppala. Also mir wurde gesagt, man kann es ändern, sodass dass der Charakter sich entsprechend auch hindreht. Das wäre wirklich sehr praktisch. Vielleicht hier irgendwo? Fadenkreuzsteuerung sollte es nicht sein. Fadenkreuzausrichtung. Richtung des Charakters. Hilft das vielleicht? So, ich muss jetzt hoffen, dass ich dran denke, das wieder zu ändern, falls es nicht geholfen hat. Hier haben wir erst einmal noch ein paar Blümlein und ein Kadaver irgendwo. So, erstmal nehmen wir Flussfahnen mit. Ich sollte hier auch ein bisschen versuchen, diese Kräuter zu kriegen, damit ich mir mehr Tränke basteln kann. Weil ich habe jetzt keine mehr. Also nur sehr wenige. Okay, hier haben wir noch ein paar Fußspuren. Hat er gerade an den Fußspuren geschnüffelt? Das ist merkwürdig.
Hallo. Tut mir leid, ich muss trainieren. Nee, das hat wieder nicht geholfen. So. Und damit ist der auch abgeerntet. Und wir gucken nochmal, ob wir das hier geregelt bekommen. Zielassistent. Okay. Ne, den lassen wir mal an, denke ich. Kamerastil, Fokuskamera. Nee, die wollen wir ja behalten. Die Kamera richtet sich automatisch auf weitläufige Gebiete. Kamera zurücksetzen auf Richtung des Charakters. Das ist etwas, das ich so geändert hatte. In der Steuerung haben wir hier nichts, denke ich mehr. Das dafür sorgen sollte. Ja, ganz ruhig. Steueranleitung, die lassen wir an. Die sollte auch mit der Kamera überhaupt nichts zu tun haben. Sound sowieso nicht. Ja, die Kamerasteuerung invertieren wollen wir auf keinen Fall. Die Kamerageschwindigkeit ist so in Ordnung. Okay, was ist hier los? Die rennen weg, das beunruhigt mich. Okay. Ist wirklich doof, sowas jetzt mittendrin zu machen, aber es wäre schon ganz gut, wenn der, wenn die Kamera sich benehmen würde. Okay, wir setzen das mal auf. Kein Fokus und gucken, was passiert. So, tut mir leid, du bist ein Testsubjekt. Nee, damit ändern wir auch nicht die Richtung, in die wir schlagen. Ich habe das Gefühl, die waren vorher schwächer. Stärker, nicht schwächer. Also das Gegenteil. Oh, rohes Fleisch auf Maximum. Das heißt, jetzt bringt das Training wirklich gar nichts mehr, außer eben, naja, Training. Das Doofe ist, das ist ja nicht mal vernünftiges Training. Es ist einfach nur auf die raufhauen. So, das setzen wir wieder auf Fokuskamera. Wegschrecken-Einstellungen sind richtig. Tastatureinstellung, dort sollte eigentlich nichts weiter sein, da sind eben wirklich nur ja, die Tastenbelegungen drin. Tja, das ist doof. Sehr doof. Ich mach mal den Zielassistenten aus. Vielleicht war es der. So, einen Kampf machen wir hier jetzt noch und dann gehen wir hier weiter. Ja, okay. Wieder keine Richtung weg, Richtungswechsel in die entsprechende Richtung. Hier drüben. Ja, ich komme ja. Also es ist wirklich doof, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Noch doofer ist allerdings, dass es tatsächlich keine, dass ich dafür jetzt tatsächlich keine Lösung erstmal finde. Dann muss ich eben tatsächlich jedes Mal noch in die entsprechende Richtung laufen. Was auch nicht wirklich schön ist. Weil man damit ja auch die Position nochmal verändert. Ich würde mich ganz gerne eben auf der Stelle das hier ändern. Besonders wenn ich Schläge in eine andere Richtung drücke, schon mal W hier drücke, damit ich da lang laufe und weiterschlage, dann kommt eben auch keine Bewegung. Das heißt, ich bin viel weniger dynamisch, als ich gerne wäre. Deswegen ist mir das eigentlich wichtig. Okay. Dann Zielassistent machen wir wieder an. Sonst
fällt uns das noch irgendwann auf die Füße. Zielkamerasteuerung. Okay, das muss ich auf jeden Fall mir später nochmal angucken, aber ne, ich sehe jetzt wirklich nichts Passendes. Das ist nervig. So, okay. Wir folgen unseren Leuchtekäfern. Wo sind unsere Leuchtekäfer? Die sollten eigentlich hier irgendwo... Achso, die Leuchtekäfer zeigen sich nicht, wenn man die Waffe gezogen hat, scheinbar. Oder ich sehe sie einfach nur so schlecht, gerade weil es hell ist. So, ne, da bekommen wir ja gar keine Kräuter raus. Aus der Vitallilie. Die scheint nur direkt zu heilen. Da hinten haben wir den Angler. Um den kümmern wir uns auch bald, aber nicht sofort. Jetzt versuchen wir erstmal das Lager eben aufzuschlagen. Alte Schleifspuren sind hier. Das ist unser Meisterfischer. Du wirst keinen besseren Angler finden. Ich suche ja auch gerade gar keinen besseren. Mir reicht der ja schon. Nadelbeere haben wir auf Max. Hier haben wir nochmal ein paar alte Fußspuren. Noch ein paar alte Fußspuren, schön. Und Schleim. Schleimstufe erhöht, okay. Mir fällt gerade auf. Wir sollten auch ein bisschen wetzen. So, das hier nehmen wir mit. Hier drüben. Okay, wir müssen nach Norden, sagt er. So, noch ein paar Fußspuren gefunden. Sehr schön. Oh, Moment, ein Kadaver. Was finden wir denn hier Schönes? Anjanas-Kadaver. Okay. Ist hier jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen, weil er im hohen Gras liegt. Achso, die ganzen Fußspuren waren offenbar von dem. Also von einem von denen. Was haben wir hier? Spinnennetz wird eingepackt. Bin ich hier richtig? Leuchtmoos wird eingepackt. Achso, Leuchtmoos haben wir ja schon vollständig. Hier geht es offenbar nicht weiter. Das ist problematisch. Oh, oh. Hallo Jagras. Auf der Karte kannst du ein Zielort für die Späthelfer festlegen. Oh, das ist gut. Oh, verdammt, da ist ein Großjagras. Hallo, ich will eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Rennen die weg? Die scheinen auch mit mir nichts zu tun haben zu wollen. Sehr gut. Dann nehme ich mal eure Freunde aus. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Okay, habt offenbar nur einen davon besiegt. Aber ist in Ordnung. Hier haben wir nochmal alte Fußspuren von etwas Unbekanntem. Hey, Papa! Dieses Monster ist zu gefährlich. Leg dich damit nicht an. Deswegen sind wir nicht hier. Okay. Welches Monster genau? Ah, Moment. Hier kann ich hoch. Ha! So, und schon bin ich auf dem Weg nach... Oh, hier haben wir noch ein paar Anjanas Fußspuren. Und noch mehr. Die gehen in die andere Richtung. Hoppala, noch mehr. Es gibt jedes Mal Forschungspunkte, ne? Das sind die 5 Forschungspunkte dann. Die kann ich ja dann... Was, dieser Geruch? Wie der eines Feline, aber etwas anders. Vielleicht ist das die Grimalkyne Spezies, die der Liana-Forscher erwähnte. Ich rieche Grimalkyne, Jauster. Okay, wir haben mit dem noch gar nicht geredet. Eigentlich sollte hier noch nichts erwähnt gewesen sein.
So, noch mehr. Ich hoffe eigentlich, dass wir hier unseren Kumpan mal wieder finden. Voilà. Hier drüben. Ach nein, okay, kein Problem. Wir müssen jetzt also nach Osten. Können wir hier hoch? Nein. Schade. Uppala. Eigentlich wollte ich gucken, ob wir die Insekten da hauen können. Hoppala, das wollte ich nicht. Kann ich hier durchkriechen? Moment. Moment. Hier. Ich will die Waffe weglegen. Shift. So war das. Ah ja, wenn ich Leertaste gedrückt habe, um zu krauchen, dann krauche ich hier eben auch entsprechend drunter durch. Da haben wir Honig. Sehr gut. Wird für Mega-Heiltränke benötigt. Jetzt dürften wir allerdings... Oh! Okay. Jetzt dürften wir allerdings keine Tränke mehr haben. Ja, nur noch die Megatränke. Da sind die alle geworden. So. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg jetzt. Ja, offenbar muss ich gar nicht kriechen. Obwohl, doch, jetzt kriege ich da wieder. Merkwürdig. War ich hier nicht schon mal? Der Ort kommt mir bekannt vor. So, noch ein paar Punkte da bekommen. Das sind ja niedliche Hasen. Das ist ja interessant. Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind. Okay. Aber zuerst einmal müssen wir das neue Lager aufschlagen. Alte Fußspuren, Stufe erhöht. Schön. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oh, ein Blaupilz. Blaupilz bleibt Blaupilz und Brautkleid bleibt Brautkleid. Oh, was haben wir hier? Eine Feuernuss. Werden wir wahrscheinlich auch schon voll haben. Oh, Schießpulver Stufe 2. Wurde offenbar gerade hergestellt, 20 Mal. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, dass das hier direkt hergestellt wird. Allerdings ist es natürlich auch irgendwie praktisch. Da haben wir oben ein Ausrufezeichen. Das könnte bedeuten, dass wir hier richtig sind. Und ich sehe gerade, wir sind kurz davor, die Folge zu überziehen. Vielleicht haben wir es auch schon überzogen. Ja, dieses dämliche Rumgesuche im Menü sollte man eigentlich nicht machen. War doof. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.